Ja. Okay, der Bomben-Spam geht gut los. Genau, wir sehen hier gerade Papi Chow versus Scorpion. Hier im Pools. Wir sind hier gerade im. Gerade angefangen zurück. Mit Pools. Und ja. Geil, beide spammen Projectiles und kennen sie sich damit gegenseitig aus und zonen sich. Genau so will man das immer sehen. Und beide haben halt auch ein Schwert für den Nahkampf. Also relativ ähnliche Charaktere sogar. Vom Gameplan her und so. Ich bin mal gespannt, wie viel Papi Chow heute Mii Swordfighter spielt. Hat den in Doubles gespielt und letztes Mal auch schon im Pools. Deswegen, vielleicht spielt er einfach so weit, wie er kommt. Jetzt gerade, ich meine, gegen Scorpion, der ist auch ein Top 8 Seed. Deswegen, ja. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass Papi Chow unzufrieden ist mit seinem Main Robin und deswegen versucht, auf andere Charakter zu switchen. Weil Robin so ein langsamer Charakter ist, mit vielen Schwachstellen und so. Aber dann ist der Mii Swordfighter ein komischer Charakter. Ja, der ist ein Charakter, der zurzeit on the rise ist, ne? Ist er, wirklich? Also früher war der halt komplett unterm Radar und mittlerweile gibt es einige starke Swordfighter. Es gibt zum Beispiel so eine Montage von Mia, wie er komplett insane Shit macht. Mit Mii Swordfighter und so. Wir hören hier gerade ein Echo, denn ich habe hier gerade den Stream gestartet. Wir können euch jetzt sehen. Syntec ist da und Bel Campo. Yo, Brian und Domo, was geht ab? Okay, und zwar... Squallen gegen SDN, Squallen gegen Lifted Skull. Weißt du was? Squallen gegen Lifted Skull wird hier wahrscheinlich die zweite Begegnung sein. Okay. Genau, Justin gegen Ice-T ist auch interessant. Genau, einfach grundsätzlich einfach mal ein bisschen Rostocker. Sehe ich genauso. Den würde ich das auch danach einmal sagen. Scorpion struggle auf jeden Fall hier den Kill zu finden. Das ist ein extrem langsames Game. Also er hat aber vorhin den Stock verloren. Das ist auch schon wieder eine Minute her. Seitdem ist nicht viel passiert. Er struggelt halt, den Kill zu finden. Er braucht halt irgendwie eine Forward Air oder sowas. Oh, F-Tilt, okay, die Gala Attack punished. Jetzt kann man auch wieder ein paar Kombos machen. Ja, Toon Link generell, also ich bin jetzt nicht so der Spieler, der viele Timeouts hat, aber auch ich hatte schon Timeouts gegen Toon Link. Weil wenn man selbst keine Projektile hat zumindest, dann will man auch einfach sehr langsam einfach spielen. Gegen den Charakter. Auch mit Projektilen sieht es gerade relativ langsam. Ja, also sie benutzen halt beide viele Projektile und dann canceln sie sich so gegenseitig aus und manchmal treffen die sich und machen halt so ein bisschen Chip-Damage, aber halt keine Follow-Ups oder so. Ja. Da hat Papi Chow gerade versucht, sich den Kill zu snacken mit einer Up-Smash, aber leider gemisst. Hier kommt Scorpion aber gerade ganz gut zurück. Hat die Side-B als Zone-Wrecking-Tool. Okay, die Side-B als Zone-Wrecking-Tool, interessant. Jetzt flippt er die Back-Air. Okay. Ey, Scorpion hat es zurückgeholt. Ja, es ist wieder voll. Komplett even. Ja, interessanter Pick. Scorpion spielt ja sehr viele Charaktere. So, die meisten kennen wahrscheinlich seinen Pit. Pac-Man spielt da auch viel. Robin, Toon Link. Und? Aber jetzt interesting, dass er sich dann für Toon Link entscheidet im Mii Swordfighter Matchup. Also er hatte anscheinend auch Lust auf dieses, beide haben ein Schwert für den Nahkampf, aber das benutzen nicht so viel, sondern benutzen Projektile vor allem. Oh. Das war ein interessanter Versuch. Oh, schöne die ganz Up-Air. Late Up-Air. So gefühlt der letzte Frame, wo die noch aktiv war vor dem Landen. Halt wirklich. Hat dann sich noch den Kill gesnackt. Wie, der Charakter hat einen Walljump? Hat Toon Link einen Walljump? War das gerade ein Walljump? Ja, oder? Ich hab's nicht gesehen. Ich glaube, ich habe da gerade einen Walljump gesehen. Und das wäre neu für mich tatsächlich. Okay. Also, wir sind hier jetzt gerade auf dem letzten Stock. Es ist komplett even. Interessante Charakterwahl, wie wir eben schon gesagt haben. Und jetzt wird sich herausstellen, wer hier der wahre Projektilmeister ist. 3 Minuten on the clock. Also Timeout werden wir wohl nicht sehen. Aber wenn es um 5 Minuten geht, ist es schon. Ja, auch gerade. Also, jetzt im Moment wenig Damage. Wenig Damage. Ja, das ist vorhin auch schon eine Sequenz, wo ganz lange nicht. Beide treten sich mit einem Baby-Hit. Es ist halt wirklich einzelne Stray-Hits, die halt treffen, so. Und du hast komplett even. Also mal sehen, wer dann am Ende den finishing Hit zuerst trifft. Fast Glück, wer das gewinnt. Oh, okay, noch ein Trade. Beide auf 60. Und Scorpion mit dem SD, mit dem Tether-SD. Sehr unfortunate hier. Damn. Der Tether hat nicht funktioniert. Ja. Kein Jump mehr. Over. Papi Chow hier gerade mit dem ersten Game. Guck mal, da ist ein Dude mit Brille und gelbem Hoodie.
Ja, ja. Guck mal hier. Siehst du das? Ey, so die Doppelkamera, ja, die Triple-Kamera. Yo, yo, yo. Ja, wir haben einfach zwei Kameras. Wo ist die dritte? Hier. Weiß ich nicht. Eigentlich brauchen wir rundum. Also es gibt doch drei. Ich habe doch drei Perspektiven gesehen, oder nicht? Oder war die eine doppelt und verzögert einfach nur? Doppelt und verzögert. Ach so, wahrscheinlich das, ja. Okay. Am besten einfach noch diese ganzen Sicherheitskameras dran anschließen und dann einfach überall durchschalten die ganze Zeit. Okay. Ja, Papi Chow hat nice angefangen, 37 reinbekommen. Mehr als wir sonst gesehen haben in so kurzer Zeit. Aber ja, ich finde das technische Setup hier sehr nice. Der Sidetone funktioniert sehr gut. Ich kann mich selber und dich sehr gut hören. Ja. Das ist immer das größte Problem. Genau, ich habe das gerade ein bisschen hochgeregelt noch. Ja, und das ist echt gut. Das gefällt mir gut. So, jetzt wieder komplett even halt. Beide auf 60. Ja, wobei, der eine Floor confirmed. Hey. Scorbin ist bestimmt ein bisschen traurig. Er musste sich so 7 Minuten lang durch so ein langsames Match kämpfen. So durchgängig even und dann ist Dieter so Last Stock und hat verloren. Ja. Das ist immer das jetzt muss er das nochmal machen. Jetzt geht das gekämpft wieder los. So. Tough shit. Ja. Papi Chow on the other hand hat jetzt halt den Lead und kann ein bisschen mehr chillen mentally und eine random Upsmash raushauen. So. Ich würde einmal Lifted Sky Bescheid sagen, dass ihr als nächstes seid. Ja, mach das bitte. Dass wir doch, sag ihm, wir können doch noch. Kannst du dich noch einmal mit Bel Campo unterhalten hier? Okay, ich sitze ein kleines bisschen zu weit weg vom Chat, aber ich kann ja nicht einfach aufstehen. Ja, mach mal ein paar Sets mit denen aus Rostock. Ja, genau, deswegen das Lifted Skull Set zu früh nach Hitster und Tether benutzt. Ah, da, so ist der SD entstanden. Okay. Ich verstehe. Er hätte ein bisschen warten müssen noch. So, aber wieder komplett even. Ja, Mann. Chakram, dreimal Shuriken, Chakram. Oha, okay, der Tomahawk Grab, um es wieder auszugleichen. Kriegt er jetzt den Edge Guard, ist die Frage. Ich rate nein. Oh, aber er kriegt den Ledge Trap. Genauso gut. Oh, unfortunate trade. Hatte eigentlich eine sehr gute Idee mit der Up wieder zu Edge Guarden, finde ich. Aber jetzt die gleiche Situation, nur umgekehrt. Kriegt Scorpion den Edge Guard. Ich vermute nein. Oh, er kriegt ihn nicht, aber auch nicht den Ledge Trap. Neutral wieder. Mal sehen, wer jetzt hier den nächsten Stock holt. Okay, okay, Neutral Beam to Up-Tilt, aber kann kein Confirm mehr rausholen. Oh, das sah punishable aus. Diese random Up-Smashes immer. Also, sie sind nicht so random, aber sie treffen halt oft nicht. Ah, da hat das Zone-Backing gut geklappt mit der Side-B, nice. Okay, Ledge Trapping Time. Wieder nichts. Ah, Scorpion gewinnt schon wieder Neutral und der Backthrow von Toon Link holt. Bei Toon Link umgekehrt zu den anderen Links, welche Attacken stark sind, welche nicht. Bei Toon Link ist Forward eher stark und Backthrow stark. Bei Yang Link und Links ja genau umgekehrt. Also mit Backer und Forward eher. Oh, okay, Last Stock beide. Das ganze Set ist einfach todes-even. Einfach durchgängig, extrem even. Oh, ist ein neuer Chat-Nachricht reingekommen. Grab'n Tether nicht die Ledge zu früh nach Hitstar. Nee, ist wie normale Match. Okay, okay. Campo erklärt überhaupt, wie das genau funktioniert mit der Tether Recovery. Ich habe anscheinend nicht so viel verpasst, als ich weggeguckt habe bei Low Percent. Papi Chow jetzt mit dem leichten Lead. Oh, yo, Muffins. Willkommen zurück. Es ist over, das Set ist schon vorbei. Und ich komme auch genau richtig, ne? 2-0. Und genau, jetzt gerade ist Lifted Skull auch auf dem Weg zum Stream. Ja, ich muss jetzt gegen ihn spielen. Genau, den sehen Insofern wir als nächstes hier. Ah ja, die Kamera ist einfach doppelt, die oben. Das ist eigentlich ziemlich offensichtlich sogar.